Hallo Leseratten und Freunde des geschriebenen Wortes. Das ist doch mal eine Begrüßung, oder? Ich weiß immer nicht, was ich am Anfang sagen soll. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo. Das reicht ja auch, ihr wisst ja, worum es geht. Es soll heute um Bücher gehen, die ich geschenkt oder ausgeliehen bekommen habe. Und ihr seid Teil dieser kleinen Challenge, würde ich sie mal nennen, denn ihr entscheidet mit euren Kommentaren unten, welches Buch ich dann im, vielleicht noch April, je nachdem, wann das Video online geht, oder im Mai, dann lesen werde von diesen Büchern, die ich geschenkt bekommen habe, immer noch nicht gelesen habe, die mir ausgeliehen wurden, immer noch nicht gelesen habe. Und als ich diese Idee hatte und dann die Bücher zusammengesammelt habe, war ich etwas schockiert, wie viele das dann doch sind. Und es tut mir immer so leid. Ihr könnt mir ja mal, zum einen solltet ihr natürlich reinschreiben, welches Buch ich lesen soll. Und zum anderen könnt ihr mir auch schreiben, ob ihr gerne Bücher geschenkt bekommt, außer die, die ihr euch selber ausgesucht habt. Wobei, da sind auch Bücher von meiner Wunschliste dabei, aber auch so ungefragte Buchgeschenke. Das ist immer sehr, sehr lieb. Aber es ist immer so eine Sache, wann liest man das dann? Liest man das wirklich sofort? Wenn man einen kleinen Sub hat oder gar keinen Sub, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit und sagt, gut, dann kaufe ich mir kein neues Buch, dann lese ich das jetzt, was ich geschenkt bekommen habe. Aber mein Schrank ist ja voll mit anderen Büchern und das ist dann immer so eine Sache. Also da schreibt ihr mir immer super, super gerne in die Kommentare, wie ihr das handhabt, wie ihr das findet, wenn euch Leute Bücher schenken, die ihr euch gar nicht gewünscht habt, aber dann doch irgendwie den Druck empfindet, es bald zu lesen. Da sind ein paar Bücher drauf, die sind schon länger drauf, aber da muss ich jetzt durch. Ich zeige euch jetzt, ja, ich glaube, es sind 10 Bücher und ihr schreibt mir in die Kommentare, welches ich als nächstes lesen soll. Los geht's. Da haben wir die 7-Schwestern-Reihe. Da habe ich ja immerhin Band 1, 2 und 3 schon gelesen und ich habe auch große Lust, den 4. Band zu lesen. Das habe ich von einer Freundin ausgeliehen geschenkt bekommen. Sie hat diese ganzen Bände auch nach und nach gelesen. Den ersten hatte ich mir selber gekauft, dann hatten wir drüber uns unterhalten, dann hat sie mir Band 2 und 3 in die Hand gedrückt und Band 4 hat sie mir, glaube ich, dann zugeschickt. Also 1, 2 und 3, ich glaube, Band 2 und 3 habe ich jetzt auch noch einer anderen Freundin ausgeliehen und Band 4 liegt hier noch, die Perlenschwester. Ich glaube, da geht es um Australien und eigentlich, das ist ja voll mein Thema, wobei ich Cici, diese Schwester, die ist mir nicht so wahnsinnig sympathisch, die ist bei Staria schon aufgetaucht im 3. Band, weil die beiden ja so sind. Aber ich habe halt Bock, über Australien zu lesen, wobei das ist nicht Australien, das ist irgendwie Asien. Aber es gibt, glaube ich, Thailand und Australien. Auf jeden Fall, ja, wer die Reihe nicht kennt, das sind 6 Schwestern, die adoptiert wurden als Babys aus allen Herren Ländern. Und als ihr Adoptivvater stirbt, bekommt jeder einen Hinweis darauf, wo sie herkommt, wo ihr Ursprung ist, ihre Herkunft. Und dann finden die eben raus, wo sie herkommen. Also wie es dazu gekommen ist, dass er sie adoptiert hat und so weiter. Das spielt immer in 2 Zeitebenen. Man wandert also auch in die Vergangenheit, was ich richtig cool finde. Lucinda Riley kann toll schreiben und ich habe auch richtig Lust, die Reihe weiter zu lesen, denn es sind schon 6 Bände rausgekommen. Da es 7 Schwestern heißt, wird es auch einen 7. Band geben, wo dann das große Ganze um Pa Salt, den Adoptivvater, denke ich mal auch gelöst wird. Aber dafür müsste ich ja mal weiterlesen, ne? Band 4, 5, und 6. Also das wandert mit auf die Wishlist. Wenn ihr wollt, ich das weiterlese, schreibt es unten rein. Dann habe ich von der lieben Sarah Sophie ein Buch zugeschickt bekommen, was ich schon mal irgendwo gesehen habe. Und ich glaube, es war auch dann auf meiner Wunschliste, weil ich es interessant fand. Und sie meint wohl, dass es voll ein Buch für mich wäre. Und zwar ist es von Gavin Extens, Das unerhörte Leben des Alex Woods oder Warum das Universum keinen Plan hat. Sagt jetzt noch nicht so viel aus, aber Alex Woods ist 10 Jahre alt und er weiß, dass man sich mit einer hellseherisch begabten Mutter bei den Mitschülern nicht beliebt macht und dass die unwahrscheinlichsten Ereignisse eintreten können. Er trägt Narben, die das beweisen. Was Alex noch nicht weiß, ist, dass er in dem übellaunigen Mr. Peterson einen ungleichen Freund finden wird, der ihm sagt, dass man nur ein einziges Leben hat und immer die bestmöglichen Entscheidungen treffen sollte. Darum ist Alex, als er 7 Jahre später mit 113 Gramm Marihuana und einer Urne voller Asche in Dover gestoppt wird, einigermaßen sicher, dass er das Richtige getan hat. Das klingt irgendwie nach so einem witzig spannenden, lebensreflektierenden Roadtrip oder so. Danke Sarah Sophie. Und wenn das eure Wahl ist, schreibt es in die Kommentare. Ein Buch, was mir eine Freundin ausgeliehen hat, was ich eigentlich schon längst hätte lesen wollen, aber ja, ich verstricke mich jetzt nicht in irgendwelchen Ausreden. Und zwar ist es ein Thriller. Ich hatte aber so eine leichte Thriller-Flaute die letzten Monate. Gillian Hoffman, Cupido. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele dieses Buch richtig toll finden. Meine Freundin hat auch gesagt, lies es nicht abends und wenn, verbarrikadier dich.
Es soll wohl krasser Thriller sein. Der Albtraum jeder Frau. Du kommst abends in dein Apartment, du bist allein. Alles scheint wie immer, nur ein paar Kleinigkeiten lassen dich stutzen. Du kümmerst dich nicht darum, du gehst schlafen. Und auf diesen Moment hat der Mann, der unter deinem Fenster lauert, nur gewartet. Ja, also wenn ihr wollt, dass ich Cupido lese und schlaflose Nächte habe, schreibt es in die Kommentare. Ein Buch, was jetzt nicht unbedingt zur Jahreszeit passt, was mir aber eigentlich vielleicht sogar egal wäre, wenn das eure Wahl ist, das habe ich von Ramona zugeschickt bekommen, und zwar Alle unter einer Tanne. Ich habe das Buch zweimal, ich habe es noch in einer kleinen Ausgabe, ich glaube, hat es Ruth mir auch noch zugeschickt oder ist das eine gekauft? Seht ihr, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also auf jeden Fall habe ich es von Ramona bekommen. Da geht es um eine Familiengeschichte und ich glaube, die Eltern, also die Kinder sind auch schon groß, die kommen Weihnachten immer alle zusammen und die Eltern, Ellie und Robert, sind eigentlich schon längst getrennt und auch ihre drei erwachsenen Kinder haben so einiges nicht erzählt und diese Geheimnisse kommen dann Weihnachten wieder auf. Ramona hat es normal mittelmäßig, glaube ich, bewertet, aber ich stelle mir das einfach irgendwie witzig vor und das ist auch relativ groß geschrieben, ich glaube, da kommt man gut durch. Ist natürlich eher ein Winter-Weihnachtsbuch, ich finde das Cover extrem schön im Übrigen, aber... ja, es ist halt auch ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe und noch nicht gelesen habe. Wenn das eure Wahl ist, ab damit in die Kommentare. Genauso das nächste Buch, ich glaube, das habe ich von Ruth bekommen. Ja, das ist eher ein Kinderbuch und wahrscheinlich auch recht schnell weggelesen, auch wenn das nicht die richtige Zeit jetzt ist. Der Weihnachtsmann steigt aus. Das hatte ich auf meiner Wunschliste. Vielleicht habe ich es auch von meinen Eltern bekommen. Ich sollte mir das eigentlich vielleicht mal als, mit so einem Post-it reinschreiben, von wem ich es geschenkt bekommen habe, weil irgendwann vergisst man das. Ein überarbeiteter Weihnachtsmann, zwei Rentiere im Streik und keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das klingt auch so witzig und ich lese es, wenn es lustig ist, auch im Sommer. Ich habe damit kein Problem. Kann ich dann zumindest im Winter recht schnell euch sagen, ob das ein Buch ist, was ihr verschenken könnt zu Weihnachten. Und ja, ich glaube, das ist total witzig. Da sind auch Zeichnungen drin. Oh, habe ich da mal eine? Da ist ein Rentier und da ist auch eine Zeichnung drin. Also ich glaube, es ist ein Kinderbuch. Aber gerade zu Weihnachten mutiere ich eh zum Kind. Von daher ist es nicht schlimm. Falls es eure Wahl ist, dass ich das jetzt zum Beginn des Sommers lesen soll, dann wisst ihr ja Bescheid. In die Kommentare damit. Eine Reihe, wo ich auch mittendrin stecke, ist die von die Rosalian Isles-Reihe von Tess Gerritsen. Und ich habe die zum Teil auf dem Kindle gelesen, zum Teil als richtiges Buch. Habe ich aber nicht aufgehoben, weil ich eben einen Teil als E-Book auf dem Kindle gelesen habe. Ich habe ein paar Teile gehört als Hörbuch. Dann kam ich aber zu Band, ich glaube, das ist Band 8. Das ist auf jeden Fall der nächste Band in der Reihe, den ich lesen müsste. Und als Hörbuch ist es nur ungekürzt zu bekommen. Andere sind, ist es nur gekürzt zu bekommen, so rum. Andere sind ungekürzt. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Und ich höre keine ungekürzten, keine gekürzten Bücher. Meine Güte, Sprachstörung, ja. Ruth kennt die Reihe, hat sie gelesen und das ist ihr Lieblingsband und deswegen hat sie mir das Buch einfach zugeschickt. Und ich freue mich sehr, es ist halt auch ein Thriller. Ja, also wenn ihr wollt, dass ich die Rosalian Isles Reihe weiterlese, weil ich glaube, den nächsten Band könnte ich dann als Hörbuch wieder in der ungekürzten Version hören und könnte dann weitermachen. Ich glaube, es sind mittlerweile 11 auf jeden Fall, vielleicht sogar schon 12, 13 Bände erschienen. Es ist immer ein separater Fall, aber der rote Faden mit Rosalian Isles geht natürlich weiter. Der ist im Übrigen auch ziemlich anders als die Serie, die ich aber auch sehr feiere und sehr, sehr toll fand. Diese Bücher kannte ich immer aus der Buchhandlung, haben mich aber null angesprochen, bis ich irgendwann rausgefunden habe, dass es eben die, ja, die Basis ist zu der Serie, also die Bücher. Ich finde die Cover total hässlich. Die sind alle so aufgemacht wie eben alte Gemälde. Ich finde die ganz furchtbar. Deswegen, ich bin echt so ein Coverkäufer. Aber inhaltlich ist es toll. Ich mag Rosalian Isles. Tess Gerritsen schreibt super. Und ja, wenn das eure Wahl ist, in die Kommentare damit. Ein Reisebuch, was aber, glaube ich, nicht nur ein Reisebericht ist, sondern auch ganz viel mehr, ist dieses hier. Das kannte ich nicht, bevor mir eine Freundin das geschenkt hat. Das ist aber, glaube ich, auch schon 1-2 Jahre her. Von Achiel Moser, vielleicht kennt ihr das ja und wollt, dass ich das lese, dann schreibt das mal. Unterwegs vom Sinn des Reisens und von der Magie des Abenteuers. Nun ist Reisen in der aktuellen Lage natürlich nicht möglich, aber irgendwann wird es wieder möglich sein und ich lese trotzdem gerne was übers Reisen. Hier steht, warum wir Natur und Bildnis brauchen. Darauf findet Achiel Moser viele überzeugende Antworten. Er entwirft eine Philosophie des Unterwegsseins, entführt uns in nahe und ferne Länder und lässt uns teilhaben am Glück des Reisens und sich Findens in der Natur. Genau, und das ist auch immer so nach Gegenden, glaube ich, sortiert. Hier ist nämlich auch zum Beispiel Abschnitt Wüsten, freie Räume,
Flüsse, also das hat auch schon so eine Sortierung, Wälder, die Kraft des Waldes. Und ich bin ganz gespannt, ich kenne ihn nicht, ich kenne das Buch nicht, aber ja, wenn ihr das wollt, dass ich das kennenlerne, dann schreibt es in die Kommentare. Dann hatte ich vor langer, langer Zeit von einer Followerin ein Buch, ich glaube, abgekauft. Das war Firmen in ein Rattenleben und sie hat mir ein weiteres Buch dazu gepackt. Das ist auch ein Thriller. Man merkt so ein bisschen, ich bin so ein bisschen in der Thriller-Flaute, aber wenn ihr wollt, dass ich einen lese, dann sucht euch davon einen aus. Und wenn die meisten dafür sind, dann lese ich als nächstes einen Thriller. Von Stefan Arnhem und Morgen Du. Und sie meint, das soll richtig, richtig toll sein. Und ich habe auch schon viele positive Stimmen gehört. Ich weiß nicht genau, es geht um Südschweden und einen Kommissar in einem idyllischen Heimatstädtchen, in seinem idyllischen Heimatstädtchen. Er möchte endlich mehr Zeit mit der Familie verbringen, doch dann wird in einer alten Schule eine brutal zugerichtete Leiche gefunden. Daneben liegt ein Klassenfoto. Darauf abgebildet ist Risks, also das ist der Kommissar, alte Klasse, das Gesicht des Mordopfers mit einem Kreuz markiert. Und das ist erst der Beginn einer Mordserie. Das klingt echt gut. Also so als Thema. Relativ klassisch, aber natürlich, der Ermittler ist involviert, deswegen ist es ein Thriller und kein Krimi. Ja, vielleicht kennt ihr das und sagt, das muss ich unbedingt lesen, dann schreibt. Dann habe ich ein Buch vorletztes Jahr Weihnachten oder vorvorletztes Jahr Weihnachten von einer Kollegin geschenkt bekommen. Und das ist ein Buch, was mir sonst wahrscheinlich nicht aufgefallen wäre. Aber es hat ein wahnsinnig knallgelbes Cover und es passt wunderbar in meine gelbe Ecke. Es gibt nicht so viele gelbe Buchrückenbücher, aber Die Assistentinnen von Camille Perry ist gelb und es spielt, glaube ich, auch in New York. Genau, wahrscheinlich hat sie es deswegen auch ausgesucht. Ja, Tina Fontana, Assistentin eines mächtigen CEO, hat immer nach den Regeln gespielt. Doch was hat es ihr gebracht? Einen Studienkredit, den sie seit Jahren erfolglos versucht abzubezahlen, einen Job, für den sie überqualifiziert ist und ein Leben in New York, das sie sich nicht leisten kann. Klingt so ein bisschen auch nach Sophie Kinsella-Style. Ich kenne die Autorin nicht. Ja, eindeutig New York. Und ja, vielleicht ist das ja ganz lustig und flockig, so gerade für die Zeit jetzt. Das kommt also auch mit auf den Stapel. Und jetzt habe ich noch ein 10. Buch, das habe ich von der lieben Kali zugeschickt bekommen. Da geht es auch ums Reisen in High Heels um die Welt. 20 Weltenbummlerinnen erzählen von ihren aufregendsten, schönsten und skurrilsten Abenteuern ein Travelettes Buch. Das sind die 20. Das sind immer so einzelne Geschichten, das könnte man wahrscheinlich auch so nach und nach lesen, aber dafür müsste man irgendwann mal damit anfangen. Ihr wisst, ich liebe es zu reisen, obviously. Und deswegen hat Kali das richtige Buch gefunden in ihrer Sammlung und hat mir das zugeschickt und da habe ich mich sehr gefreut, auch wenn das den so vergrößert hat. Aber ja, falls ihr wollt, dass ich das Buch lese, also es sind wirklich ganz viele unterschiedliche Bücher. Ihr habt es in der Hand, schreibt mir das unten rein, welches es werden soll und dann werde ich es lesen und im folgenden Monat seht ihr dann, was ich davon gehalten habe. Vielleicht mache ich dann auch so eine Top-3-Liste, die darauf folgenden, dass ich mal so ein paar, ja, dass ich mal von diesem Stapel runterkomme, bevor die nächsten geschenkten Bücher dazu kommen. Ah, ich habe Ostern auch eins bekommen, das habe ich jetzt gar nicht mit reingenommen. Das seht ihr im April-Lesemonat, wann auch immer das hier online geht. Ihr wisst, das ist bei mir immer, muss ich immer gucken, wann ich was schneide. Aber ja, ihr könnt mir auf jeden Fall nicht nur schreiben, welches Buch ich lesen soll und wie ihr dazu steht, zu diesem ganzen Ding. Schreibt mir einfach mal, wie viele Bücher ihr bei euch zu Hause habt, die ihr geschenkt bekommen habt und noch nicht gelesen habt. Das ist mal die Aufgabe an euch, das würde mich sehr interessieren. Also habt ihr jetzt ein bisschen was zu tun, schreibt das alles schön in die Kommentare, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Ich freue mich drauf und bis dahin, ich berichte dann, denke ich mal, im Lesemonat auch, welches Buch es wird. Also, das könnt ihr dann da sehen. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr den Lesemonat nicht. Tschüss!